gehen. To go. Ferien. Holiday. Fliegen. Hallo Freddy. Na, wie geht's? Wie steht's? Hallo Wilma. Puh, das ist vielleicht anstrengend. Und ich glaube, mein Kopf ist schon ganz voll. Was machst du denn da? Ist das ein neues Spiel? Sowas hast du doch noch nie gemacht. Das habe ich echt noch nie gemacht. Aber weißt du, wenn man bald wieder in andere Länder reisen darf, dann will ich nach London. Und das ist in England. Dort reden alle Menschen Englisch. Und damit ich die Leute auch verstehen kann, deshalb lerne ich jetzt Englisch. Mensch, Freddy, du kannst dir so schwierige Wörter merken und dann willst du auch noch Englisch sprechen und verstehen? Du bist ja echt schlau. Ach, Wilma, ich finde das ziemlich schwer. Deshalb muss ich immer und immer wieder die Wörter wiederholen. Ich fände das voll gut, wenn wir einfach alle Sprachen verstehen könnten. Dann müsstest du jetzt nicht Englisch lernen und könntest die Leute in England ganz einfach verstehen. Das wäre doch genial. Du, da erinnere ich mich gerade an eine Geschichte in der Bibel. Da hat der Petrus zu ein paar tausend Leuten gesprochen. Und da waren auch ganz viele Ausländer dabei, die gar nicht die Sprache von Petrus sprechen konnten. Und das hört sich ja spannend an. Die Geschichte will ich hören. Liebe Kinder, ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes erzählen. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass Jesus wieder zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, in das Haus von seinem Vater. Und Jesus ist jetzt nicht mehr auf der Erde. Wir können ihn jetzt nicht mehr sehen, weil er ist ja nicht mehr da. Er ist wieder bei Gott. Aber Jesus hat seinen Freunden erzählt, dass er ihnen eine Kraft schicken wird. Eine starke Kraft. Eine starke Kraft? Seine Freunde sind sehr gespannt. Sie treffen sich jeden Tag, die Freunde, die beten miteinander und warten, dass die große Kraft kommt, von der Gott Jesus ihnen schon erzählt hat. Das sind jetzt alles die Freundinnen von Jesus. Und die warten jetzt. Und in der Stadt ist heute ein großes Fest, das Pfingstfest. Viele Menschen sind zu diesem Fest gekommen, aber viele Menschen aus verschiedenen Ländern, von fern und nah. Und glaubt ihr, diese Menschen da sprechen die gleiche Sprache wie die Freunde von Jesus? Kann ich das denn hier? Ja. Das darf ich 10, das darf 10 machen. Ja, das sind jetzt die Menschen aus den anderen Ländern. Meint ihr, die sprechen die gleiche Sprache? Nein. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Sprachen sind zu hören. Und die meisten Menschen verstehen gar nicht, was der Mann oder die Frau neben ihnen erzählt. Es ist ganz groß und laut, ein ganzes Durcheinander hier. Niemand versteht den anderen. Plötzlich hören die Menschen aber ein lautes Brausen und Rauschen, wie bei einem starken Wind. Die Freunde von Jesus gehen aus dem Haus und schauen, was da los ist. Petrus beginnt jetzt zu sprechen. Alle Menschen hören Petrus zu. Aber in welcher Sprache spricht auf einmal Petrus? Und alle Menschen verstehen, was Petrus sagt. Wie ist das nur möglich? Petrus erzählt den Menschen von der Liebe Gottes. Gott hat die Menschen so sehr lieb, dass er ihnen eine große Kraft schicken will. Sie macht die Menschen stark und glücklich und voll von Gottes Liebe. Diese Kraft heißt Heiliger Geist. Wenn Menschen die Kraft des Heiligen Geistes haben, können sie Gott hören. Vielleicht können sie auch in ihren Träumen sehen, was Gott ihnen zeigen will. Der Heilige Geist ist eine große Hilfe, die Jesus und Gott auf die Erde zu den Menschen schickt. Die Menschen, die Petrus zuhören, freuen sich über diese Nachricht. 3000 Menschen, das sind ganz, ganz viele Menschen, wollen sich taufen lassen. Sie wollen Freunde von Jesus sein und auch die Kraft des Heiligen Geistes bekommen.
Das war jetzt die Geschichte heute von Pfingsten. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch beide. Habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, der eine andere Sprache gesprochen hat? Ja. Ja. Ja, und was hat dein Familie denn gemacht? Wie hast du dich unterhalten mit ihm? Ich habe versucht, mit den Händen ein bisschen zu sprechen und habe versucht, auf der Sprache ein bisschen zu sprechen. Aber es ist ganz schwierig gewesen, ja. Ne? Genau, ne? Und deswegen hat uns Gott zum Beispiel den Heiligen Geist geschickt, ne? Der Heilige Geist, der macht uns stark und voll von Gottes Liebe. Und durch den Heiligen Geist können wir Gott hören zum Beispiel. Und wir wollen unbedingt weiter erzählen, wie von Gott und von Jesus. Und das macht eben der Heilige Geist, die große Kraft in uns. Und dafür sind wir Gott ganz dankbar und Jesus, dass sie uns den Heiligen Geist geschickt haben, dass sie uns die Kraft geben. Wir wollen jetzt noch miteinander beten. Lieber Gott, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast. Es ist so schön zu spüren, wie lieb du uns hast. Du wirst jeden Tag etwas zeigen. Bitte öffne unsere Ohren, unsere Augen und unsere Herzen, damit wir dich gut verstehen. Amen. Amen. Wir wünschen noch schöne Pfingsten. Tschüss.